Hallo und herzlich willkommen bei einem Videopart, dem ersten Videopart vom Projekt Part 4. Ich habe ja 3 Livestreams gemacht, jetzt möchte ich ja mal ein paar Videos noch machen. Zum einen, weil ich ja auch nicht gerade so viel Zeit habe, immer Livestreams zu machen. Und zum anderen, weil ich einfach auch manchmal ein bisschen dann Videos aufnehmen will, wenn es mir am besten geht, oder? Weil im Livestream ist meistens dann nach dem Sport und dann habe ich dann nicht mehr so viel Kraft immer. Und deshalb geht es ein bisschen besser. Jo, wir haben in den Livestreams ja relativ viel schon mal vorbereitet. Und ich möchte in den Videoparts einfach ein bisschen mehr vorwärts machen mit Bauen. Und mit Vorbereiten, Vorbereiten eher im Video. Hier sind die Loot. Wir haben ja Schleimbälle gefarmt. Ja, und wir bekommen leider immer wie mehr Crystal Balls über und die stacken sich nicht. Ach komm, werfen wir einfach mal weg. Tschüss. So. Zuckerrohr natürlich noch einsammeln. Also, wir verzaubern heute in diesem Part wahrscheinlich die ersten Sachen. Ich hoffe, es reicht mit den Bücherregalen, aber ich denke schon. Wir werden jetzt einfach mal alles rausholen. Was wollte ich noch machen? Ja, ich wollte vor allem noch ein paar Werkzeuge machen und so weiter. Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, was ich alles wollte, aber ja, es ist schon ein bisschen länger. Es ist heute Nachmittag gewesen, jetzt ist schon bei mir fast 10 Uhr oder 9 Uhr. 9 Uhr ist, okay. Also, deshalb müssen wir da noch ein bisschen, muss ich noch ein bisschen einfach denken, was ich alles machen wollte in diesem Part. Wir haben ganz viele Bücher, wir haben ganz viel Holz, nehmen wir mal das Eichenholz und ja, Birkenholz können wir auch noch nehmen. Also, ganz viel Holz. Machen wir mal das so und so und so und so. Und sollten eigentlich schon fast alle gehen. Ich glaube 14 brauchen wir. Wir machen mal 15. So. Ich weiß es gar nicht mehr. 14 oder 15. So. Dann brauchen wir das auch nicht mehr. Bücher brauchen wir auch nicht mehr. Was wir brauchen sind 3 und 2 Diamanten. Und Obsidian müssen wir dann noch machen, holen. Hä? Ich habe keinerlei Obsidianenkisten gefunden oder so. Also, weil wir hier sowieso noch ein bisschen einen Weg nach unten, was war denn das für ein schwarzer Bollen? Punkt irgendwie, weiß ich es auch nicht genau. Komm, wir machen irgendwo einen Turm. Zum Beispiel dort. Machen wir doch das Verzaubern hier. Ungefähr hier. Machen wir hier einen schönen Turm. Ich will ja auch ein bisschen mystisch, ein bisschen cool alles haben. Und deshalb machen wir das am besten so. Also wir brauchen 14. Machen wir 15. Und könnten eigentlich hier wieder wegmachen. So. Genau. Dann haben wir einen Eingang. Dann können wir schön den Turm so machen. Ja, es ist jetzt ein bisschen falsch, also man hätte ein bisschen mehr links machen können, aber gut. Ja, die Bäume sind wichtig, wir brauchen Setzlinge. Müssen wir jetzt schnell fällen. Und so. Leider nur ein Setzling, aber das ist halt immer so. Die Dschungelsetzlinge, die droppen extrem wenig.
Mann, und die Tiere, ich könnte überall Tiere hinbauen. Ich muss mal schauen, ob das geht. Eine Mischung zwischen, also Custom NPCs, die aussehen wie die Tiere. Dass wir da noch ein bisschen Abwechslung haben. So. Und Glow gehört hier hin. Also, dann machen wir mal Diamanten zurück. Tropenholz rein. Und machen uns eine Diamantspitzhacke. Genau. Also, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Obsidian. Obsidian brauchen wir sonst eigentlich momentan nicht so viel. Ja, gehen wir gleich mal Obsidian holen. Nein. Ich wollte auf alle. Und, ja, Farmlager wieder. Gut. Dann gehen wir runter zur Mine. Und farmen uns die ersten Obsidian. Ja, wir können ja auch Schalke-Kisten da so machen. Wir können ein bisschen mehr Obsidian. Aber ich möchte nur so viel Obsidian mitnehmen, was ich jetzt gerade mit der Spitzhacke brauche. Deshalb, ja, schon gut so. Ja, aber leider haben wir keine Lava. Aber dort vorne haben wir Lava. Wasser haben wir dabei. Sehr schön. Jo. Ich war heute extrem am Path of Exile spielen mit und Medieval 2 Conquer the World. Ich tue einfach noch ein bisschen vorbereiten, dass es eigentlich cool wird, wenn ich dann weiter livestreame, wenn ich auch wieder ein bisschen fitter bin. Ich bin momentan einfach extrem am Joggen und am Dehnen. Dass einfach die Muskeln ein bisschen ja, dehnbar sind und alles. Und ich werde wahrscheinlich jetzt dann schon Kampfsport machen. Wahrscheinlich eben MCA. Und und MMA. Also, ja, Mixed Martial Arts, MMA. MCA ist etwas anderes. Das ist eigentlich, was das ist. Genau, MCA ist es. Dass ich einfach, ja, gegen meine Krankheiten kämpfen kann, sozusagen. Ich bin immer zu schwach, also vor allem im Rücken habe ich dann immer Probleme mit dem, ja, gerade haben, gerade halten des Rückenmarks. Und deshalb, ja, muss ich da einfach viel mehr trainieren als andere Leute. Andere Leute, die können ohne Probleme, also gesunde Leute, können ja ohne Probleme lang nicht trainieren oder so. Und ja, vor allem mit dem Morbus Scheumann, das ist die Fehlbildung sozusagen vom Rücken, von der Wirbelsäule. Und das tut natürlich das auch ein bisschen... Das ist einfach, die Wirbelsäule nicht gerade so stabil gerade hält. Ja. Und da habe ich einfach Probleme. Und deshalb geht momentan nicht so gut. Das mit dem, ja, gut trainieren. Also, nehmen wir das mal nicht mit. Mist. Nein. Okay. Lieber wieder zurück. Das ist genug von diesem Basalt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich zum Bauen verwenden soll. Ich habe so ein bisschen Gedanken gemacht, aber ja, es ist eher so ein bisschen matt dann. Eine Burg oder soll das machen? Das realistische Reich oder für das Fantasy-Reich, vielleicht sogar beide. Müssen wir schauen. Gut, also. Dann zwei von denen und ein Buch. Und dann können wir schon die Spitzhacke verzaubern. Lapis Lazuli nehme ich noch mit und eine Kiste.
Machen wir aus dem Tropenholz mal eine Kiste. So. Und die andere. Oh, ich wollte nicht das reinlegen. Huch, du bist ein bisschen falsch gewesen. Am falschen Platz. So, schön beim Kirschenbaum entlang. Boah, sind das fette Kirschen. Wieso so groß? Ja, ich muss ihn doch noch craften können. Also. Craften, Zaubertisch. Ah, oh, I'm so happy. Ich habe endlich einen Zaubertisch. So, aber Achievement gibt's nicht, okay. Ja, also zuerst einmal ist nur 28. Aber Effizienz ist eigentlich relativ gut. Machen wir nochmal ein Bücherregal. Es ist doch 15. Aber eben, es sieht halt auch ein bisschen, ja, nicht gerade so gut aus. Also nochmal Bücher, nochmal Holz und ein Bücherregal. Ich hoffe jetzt einfach, dass es eine gute Verzauberung ist, auch mit Haltbarkeit und so. Aber ich denke schon. So. Also. Das Bücherregal machen wir. Wo sieht es eigentlich am besten aus? Komm, machen wir das hier. So. Ja. Ich habe gerade gar keine Erfahrungspunkte. Das ist ein Bug. Ja, machen wir noch, fahren wir noch mal ein bisschen, hä? Ja, dann gehen wir zum Spinnenspawn wieder. Wir müssen noch ein bisschen farmen. Das ist klar. Okay, Zeit ist auch gut. Keine? Okay, eine. Hey, hallo, es muss ein bisschen mehr kommen. So kann ich die nicht verbreiten. Also, ich glaube, ich gehe einfach ein bisschen laufen. Und wir gehen einfach ein bisschen die Gegner erkunden. Ich möchte nämlich noch wissen, was hinter dem Berg ist. Und ich möchte noch ein paar Sachen suchen, wie zum Beispiel mehr Tiere. Und ja, ich möchte hier noch schauen. Man kann relativ gut hier Weiden machen. Es ist nicht genau gerade, aber dennoch. Und die Tiere haben manchmal echt Bugs, dass sie immer hin und her wackeln. Ja. Animania-Mod, doch nicht so gut, eh? Doch, doch, ist schon gut. Aber eben. Also gehen wir hier nach oben. Da kommen wir, denke ich mal, am besten nach oben. So. Okay, ein Schwarzeichenwald. Ja. Können wir so Wikinger hier machen? Ja, ich möchte noch kurz sagen, dass ich eben natürlich sehr interaktiv alles machen will. Wenn ihr findet, dass das Projekt noch ein bisschen besser sein könnte oder so, oder einfach euch ein bisschen besser gefällt momentan, dann dürft ihr jederzeit sagen, was ich machen soll. Es soll euer Livestream sein, also ja, und Videos. Es soll euch Spaß machen, wenn ihr zuschaut, oder? Und deshalb dürft ihr jederzeit irgendwas sagen. Und ich mache es. Also ich werde da nicht gerade sagen, nee, das kommt mir nicht in die Schuhe. Sondern ich möchte das so und so haben. Und weil ich bin eben einer, der sich nicht so kümmern muss, ob es jetzt ihm Spaß macht oder nicht. Es gibt viele Livestreamer und Let's Player, die wollen das nicht. Und deshalb finde ich das schon gut, wenn wir da ein bisschen einfach mehr machen könnten. Weil ich muss auch irgendwie ein paar Leute anlocken wieder. Sind viele inaktiv geworden oder ja, einer hatet immer noch herum.
und mag das und das nicht. Hey Leute, ihr seid doch intelligent genug. Dann wünscht euch doch Sachen, wenn es euch nicht gefällt. Ja, aber meistens verstehe ich halt einfach das meiste nicht. Ich würde schon lange irgendwie sagen, ja, ich hätte auch gerne einen YouTuber oder Twitcher, der interaktiv wäre. Es sind sehr wenig interaktiv. Und ich habe wenigstens den Mut. Ich weiß, der Mut muss man zuerst sich ja holen. Also ja, meistens habt ihr wahrscheinlich auch nicht so Lust, weil nicht viele Kommentare schreibt und so weiter. Also da muss natürlich schon ein bisschen mehr kommen noch. Aber es ist recht gut. Also ich bin froh, dass ich immer noch Livestream und Videos mache. Ich bin echt froh. Mann, das ist so genial mit dem Gröbel. Sieht zwar ein bisschen, ja, schwer für die Augen aus, so viele Kieselsteinchen. Aber, ja, trotzdem. Ah, Dschungel. Yeah, baby! Yeah! Druidenland. Also wir gehen Richtung Süden mit den Druiden wahrscheinlich. Yeah, baby. Dschungel. Yeah! Gut. Also. So, hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Ich glaube, ich tue die Hexe töten. Hä? Und dann ist ein Enderman gewesen. Das Geräusch ist vom Enderman. Ja, lassen wir ihn. Die können wir leider nicht ernten. Nehmen wir noch ein paar Blackberry Leaves mit. Also das sind nur die Leaves, die wir abernten. Ab die Beeren nehmen wir mit. So, ja, eine. Das ist gut. Juhu! Herumschleudern lassen. Wunderbar. Also, dann holen wir hier noch einen großen Baum irgendwo. Die können wir auch leicht wieder setzen. Aber irgendwo muss doch einer, der ein bisschen alleine ist, sein. Bitte ein guter Baum. Hey, das ist so genial. Ich liebe dieses Mobbag. Ich liebe es. Das ist so genial. Natürlich nicht für alle motiviert, aber kommt Leute, habt doch Spaß an Modpacks und an Livestreams und alles. Ihr müsst euch die ihr müsst euch doch ein bisschen belohnen. Ihr müsst nicht immer denken, ja, komm, die Welt ist unfair und schlecht und so Sachen. Das macht euch depressiv. Werdet einfach relativ viel ins Positive schauen. Einfach ein Positivist. Oder wie sagen wir dem? Einer, der halt immer positiv denkt. Weil seitdem ich das nicht mehr mache, seitdem ich da nicht mehr immer mich aufrege, weil irgendwie der Dislikes oder der Abo gegen Abo macht, bin ich einfach ein ganz anderer Mensch wieder geworden. Es tut mir einfach viel mehr. Natürlich falle ich auch immer wieder rein, dass ich einfach dann wieder Depri bin oder ja, einfach ein bisschen schlecht denke. Was habe ich denn falsch gemacht in meinem Leben manchmal? Ja. Ich habe auch mal eine schlechte Phase gehabt. Das war noch nicht lange her. Das ist einfach so. Einfach positiv denken. Immer positiv. Think positiv. Ja, und euch wird es schon viel, viel besser gehen. Es ist halt schwer momentan. YouTube und Twitch machen immer wie weniger Spaß, das ist klar. Aber das liegt nicht an den Leuten, die das machen. Es liegt einfach an die Verwöhnung, an der Verwöhnung der Menschen. Ihr merkt es nicht, wie ihr extrem verwöhnt werdet. Aber sogar bei mir ist es so.
Das ist einfach so, weil die Menschen immer wie intelligenter werden. Zwar werden eben viele nicht intelligenter, sondern eher dummer. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist einfach so, dass wir Menschen mehr das genießen müssen, was wir lernen. Nicht runterstellen müssen. Wir dürfen einfach das nicht verlieren. Wir dürfen die Interesse an etwas Neuem, an etwas Coolem nicht vermissen. Das ist das Schlimmste. Wenn die Menschen da einfach denken, ja, sie kommen nur vorwärts, wenn sie immer wieder die Arbeit erzwingen oder ja, nicht vorwärts schauen, dann ja, stagniert eigentlich die Menschheit. Jetzt ist schon wieder so ein riesen Amokfahrer gewesen, der mit dem Lieferwagen in Menschenmengen in Toronto gerast ist. Der ist auch kaputt gewesen. Der Mensch war kaputt. Der hatte in der Jugend nie eine Frau, eine Freundin, bis er der Amokfahrer gemacht hat. Er war, glaube ich, 30 oder 40. Und dann hat er einfach mal gesagt, ich hasse Frauen, und ist in eine Menschenmenge reingerast. Und das ist extrem. Wieso machen das die Menschen? Wieso muss man Unschuldige ermorden? Weshalb? Was ich für Menschen schon gerettet habe, ich habe schon viele Menschen retten müssen, auch weil ich eben sehr viel mitbekomme, sehr viel auch tue für die Menschen. Mein Vater immer wieder das Leben retten, weil er Asthmaanfälle hat und dann fast erstickt. Und einfach den Menschen helfen. Die Welt ist so viel einfacher, wenn man den Menschen hilft, wenn die Menschen sich gegenseitig helfen. Aber nein, es wird immer wieder Gegner geben und Schandeleien, alles. Das ist nicht so gut. Ja, wir sind auf der Suche nach einem Tempel oder so. Oder einfach mal den Dschungel noch ein bisschen erkunden. Ich hoffe, dass ich da irgendwas finde und nicht sterbe. Okay, wir sind in Stufe 24, da sieht man es auch wieder. Ja, noch kurz in die Richtung ein bisschen. Das ist kein Tempel in Sicht, leider. Dort ist das komische Biom von Plantsmart. Okay. Ja, es könnte noch hier noch etwas sein. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Jo. Okay. Also. Und deshalb einfach mal das Gutes tun, tut allen gut. Nicht nur euch. So, was ist denn das? Black Nightshade Berries. Okay. Die können wir noch anpflanzen zu Hause. Ja, die Sachen nehme ich jetzt mal hier nicht mit. Also es sind Bäume, die aber keine Setzlinge geben und so weiter. Lieber noch ein paar Sachen aus einem Tempel fischen, wenn ich noch einen finden werde. Also der erste. Pitcherplant, ist das nicht irgendwie etwas, was man... Das ist einfach random things, nehmen wir mal mit. Wie einfach alles nervt ein bisschen. Boah. Wie einfach das Kampfsis da immer wieder genervt hat. Schwarze Berries für den Drago. Ja, ja. Die schmecken gut. Ja! Liverpool hat ein Tor geschossen. Cool.
Ah, ich bin zwar Liverpool-Fan jetzt, das ist schon längere Zeit schon, fast immer Liverpool-Fan auch. Und jetzt haben sie gegen AS Roma ein Tor geschossen. Wunderbar. Weil der Mohamed Salah, einer der besten Spieler, war beim FC Basel kurz bevor er zu Chelsea ging. Und danach auch, glaube ich, zu AS Roma oder zu Lazio Rom. Und danach zu Liverpool. So genial. Fühle mich so happy. So, ja, leider keine. Ja, sind Bananen. Ich dachte, Cashewnüsse sehen ganz fast gleich aus. Nicht ganz, aber schon relativ gut. Ja, dann erkunden wir noch ein bisschen der Dschungel, hä? Weil der ist schon riesig. Und kämpfen eben gegen Monster. Ah, genau, das brauchen wir. Ja, Ingwer vor allem. Rocotten von Pflanz. Bogen brauche ich nicht. Werfe ich noch Pfeile weg. Und Tropenholz. Ja. Ja. Da. Also schauen wir noch mal kurz. Irgendwo muss doch ein Tempel sein. Heieiei. Wo denn? Ah, ich möchte am liebsten auch ein bisschen vorwärts noch mal machen, dass wir dann bauen können. Das erste Haus mal so richtig cool machen. Und eben die Druiden anfangen. Wir werden sehr viel auch skripten, also ja, einfach schauen, dass wir da ein bisschen die NPC bewegen lassen können, reden lassen können und so weiter. Für jeden, der natürlich da auch ein bisschen etwas kennt, der darf gerne mir da ein bisschen helfen. Ich weiß eben nicht ganz, noch nicht ganz so viel. Aber es darf gerne mal jemand zu, ja, noch ein paar Tutorials schauen. So, irgendwo ist hier eine Hexe hier. Ja, was machst denn du? Gut, dass du einen Heiltrank in der Hand hattest. Blumenkohl. Redstone. Okay. Ja, die Schaufel kann ich einfach wegwerfen, weil die ist jetzt nicht mehr so nützlich. Ja, leider Kakaobohnen müssen wir leider auch noch nehmen. Oder Himbeeren haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja, so langsam brauchen wir echt einen Rucksack. Müssen wir also Kühe züchten, leider. Wird auch einige Zeit gehen, bis wir die herstellen können. Okay, auch noch Bären. Gibt es nicht mehr Bären hier? Nö. Gut. Ich hoffe, dass wir hier noch haben. Peppercorn. Okay. Also der Dschungel, der ist sehr ertragreich, aber ohne Tempel. Pekanus wieder. Okay. Jetzt mal noch mal kurz schauen auf der Minimap. Ist es wirklich nirgends ein Tempel zu sehen? Oh je. Da haben wir auch viele Monster. Ich gehe jetzt mal noch kurz ein bisschen weg. Weg von den Monstern. Jo, dann werden wir im zweiten Part dann hier weitermachen. Hä? Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.